Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5 hier an dieser komischen fucking Brücke. Wo ich nicht ganz verstanden habe, wie ich da hochkommen soll, beziehungsweise wie ich dann weiterkommen soll. Auf jeden Fall werde ich einfach gucken, werde es ein paar Mal probieren. Also ich wette, wir werden auf jeden Fall einmal sterben. Anders werden wir nicht hier durchkommen. Was steht denn hier nochmal alles? Ja, einen Brückenpfeiler, schön. Wo denn? Ich sollte später wohl nochmal Munition sammeln gehen. So. Dann. Kletterhaken. Das Problem ist. Au. Ich kann das hier machen. Bitte leg dich jetzt nicht damit an. Ein bisschen schwingen wird schon am wollen. Wow. Da unten ist einer. Ich bin eh wieder unten. Und den nächsten Puma. So, also ich hätte es fast geschafft. Wollen wir mal festhalten. Ich muss wieder hoch zu Dennis. Alles klar. Also warum jetzt auf einmal der NPC einen Quad nimmt und mir hinterher fährt und um mich rumfährt, keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht wissen. So, also es ist ein Enterhaken, es wird angezeigt. Bring mir Geld ein. Und er hat mir eine Leiche offenbart. Bist ein guter. Nehmen wir uns, was die Toten nicht mehr brauchen. Ja, sonst wäre es ja sinnlos. Sonst wären sie ja umsonst gestorben. So, aber jetzt versuche ich das nochmal. Ach, hier gibt es Unenterhaken. Na egal. Hier hinten ist auch noch eine Kiste. Die habe ich mir überhaupt nicht gedacht. Dann gehe ich mal schnell noch die einsammeln. Warte mal, hier war die. Und jetzt kann es weitergehen. So, Enterhaken. Kletterhaken. Au. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, darüber zu kommen. Ob das vom Schwung her reicht? Man kann schon nicht loslassen. Ich will da jetzt loslassen. C war das. Noch einmal. Hi. Gut, jo. Ah, oh, ich hasse mein Leben, ne? Hier hängen überall Leute, ne? So, noch einmal. Damit ich mir sicher bin, dass es klappt. So. Wo ist eigentlich unser Mate jetzt? Über uns. Ja, ist wahrscheinlich nicht so gut, da oben zu sein. So, aber wir haben das Lager gefunden, würde ich sagen. Ne, es ist nicht das Lager. Boah. Wahnsinnig.
Vorteilshefte bringen uns ja Vorteilspunkte, ne? Cool, was ist denn hier? Hier war was. Hier ist wieder ein Bogen. Den Bogen will ich eigentlich haben. So. Was hängt denn hier? Ach, hier ist ein Wurfmesser. Haben wir schon alle. So, das ist ja jetzt schön und gut, aber wie komme ich jetzt hier raus? Unterwegs. Und vor allem habe ich jetzt genug Vorteile, um irgendwas Cooles zu holen. Wir haben 16. Lieutenant besiegt. Ach, da muss man einen besiegen, dann kann man mehr Waffen tragen. Okay, aber erstmal unwichtig. Ich würde gerne mehr Munition mitnehmen. Müsste ja eigentlich das hier mitnehmen. Ich habe gerade noch schwerer und dann müsste ich noch Scharfschützenmunition erhöhen. Warte mal, wo sind die? Wo ist denn Scharfschützenmunition? Ach, habe ich schon. Ja, wäre das ja noch wichtig. Dann hätte ich noch 7 mit 7 Punkten. Das könnte schon noch erreichen, das ist gut. Nimm ich. Na komm. Mehr Munition ist immer gut. Dann gehe ich irgendwann auf mehr Leben, dann klappt das alles. So, ich will trotzdem wissen, wie ich hier rauskomme. Vielleicht ist keine. Obwohl, wo sind wir denn? Da, wo wir sind, haben wir eh keinen Nutzen mehr. Bringt uns eh nichts. Dann würde ich sagen, reisen wir. Ach, guck mal, hier ist sogar beides in der Nähe. Und hier kriegen wir noch ein Auto. Hier haben wir noch ein Versteck. Ja, das Versteck. Da können wir ja sogar hinreisen. Dann machen wir das hier. Machen wir Schnellreise hin. Und dann machen wir das nächste Versteck. Und dann das ganze Geld auf irgendwas rauswerfen. So. Ich guck mal schnell auf Herausforderungen. Takedowns. Ich will dann hier mal kurz in den Busch reingehen. Ich sehe bisher ein. Zwei. Rücke vor. Mach's noch auffälliger. Was? Da hat deiner auf mich abgesehen. Wo ist er hin? Du bist tot. Alle tot. Och Mann. Wir sind alle. Oh, ein Hufi. Der hat einen Hund gekillt. Solche Schweine. Arsch. So. Irgendjemand passt auf mich auf. Hier haben wir noch ein bisschen Loot drin, sehe ich gerade. Hier haben wir das Pieper-Versteck, hier steht dann noch ein Rucksack, den nehmen wir noch mit. Und jetzt. Wie sieht's aus? Ja, das ist meine Farm, meine Farm. Unter der Werkstatt gibt's einen Bunkereingang. Ah ja, kann ich hier rein? Nee. Dreck. Wie komme ich denn hier rein? Hier ist ein. Steig mal ein. Du fährst. Das Ding ist jetzt offen, mal. Wie komme ich hier rein? Warte, ich will erst mal gucken. Hat er eigentlich jetzt mittlerweile seinen zweiten Move? Ah, guck mal. Dann fahr mal los.
da rein. Achtung! Der Klügste bin immer noch ich. So, hier ist das. Gute Idee. Vielleicht können wir. Ja, der ist gut gelandet. So, Mama auf das Ding. Komm mit. Dass die Freiheit von der Sünde erreicht wird durch die Macht von nur einem Wort. Mist. Okay, wir sind also hier. Hier ist ja noch ein Ausgang. Gar nicht übertrieben. Warum versteckt man sich nicht hier drin, wenn die Sekte kommt? Ah, hier. Weste braucht anscheinend ein neues Auto. Glaube ich mal. Und 3 Vorteilspunkte. Gut. Dann würde ich sagen, einsteigen. Und wo könnte ich jetzt hingehen? Falls End ist, ja, sinnlos, würde ich mal sagen. Hier oben haben wir noch ein Piper-Versteck und hier haben wir auch noch eins. Gefällt mir das gerade mehr. Machen wir nochmal Schnellreise. Da holen wir uns ein paar Vorteilspunkte, ein paar Verstecke. Und dann gucken wir mal, dass wir die anderen Leute noch aufsuchen und die Nebenquests machen. Und dann noch einen Waffenhändler aufsuchen. Wir könnten bald über eine noch. Unterwegs! Deck mich! Ist schon wieder ein Heli. Dass ich ständig einen Heli fliegen muss. Kämpfen wir schon wieder gegen Tiere, komm mit. Lesen. Ich suche eine bessere Mitte. Da unten! Von irgendwo aufzuschießen. So, muss ich das mal. Schießt ihn in die Kronjuwelen weg! Lasst euch den nicht sterben! Geht ihr nicht! Nicht Deputy, du hast Scheiße gebaut. Steh auf und renn. Wir werden jetzt richtig auf den Sack kriegen. Schon eine Witter. Wir werden sterben. Snipewehr. Hier oben ist jemand. Jetzt geht's los!
da. Heb mich mal wieder auf. Peggy, Pisser! Komm schon, zurück in den Kampf. Gut mitgedacht. Müssen wir weg. Brennt. Feuer ist die größte Gefahr, die wir hier haben können. Und ich glaube, es ist also doch von der anderen Seite des Hauses. Also nicht von mir aus hier, da wo die Truhe ist, sondern komplett andersrum. Okay. Na gut. Gut. Machen wir das mal. Ich gehe auf das Ding und schleide rüber. Da ist es. Bin unterwegs. Geschafft. Schweig still. Komm, steig ein. Komm schneller, das hupt ganz schön, also es macht ganz schön viel lauter. Fang! Ich suche mir einen besseren Winkel. Tschüss. So. Die Granaten haben es gerissen. Liegt da schon wieder ein Hund, ihr Arschgeigen? Ich meine, wieso nicht? Die Granaten sind wieder nachgefüllt. Das habe ich auch noch gefunden. Wo hat sie denn hingehauen? Das ist ein Bär. Die wird sterben. Naja. Takedown. So, jetzt gehe ich endlich mal in die Hütte rein. So. Lass uns reingehen. Zack. Wow. Er hat ihn getroffen, aber nicht die Tür. Oder Krahanf. Gut, so, haben wir da Geld eingesackt. Bedeutet, was machen wir jetzt? Ich meine, mittlerweile haben wir eigentlich meiner Meinung nach genug von den Dingern gemacht. Hier kommt der. Ach du Scheiße. Wir könnten den machen. Das wäre möglich. Müssen wir uns aber eilen? Nee, das ist doof. Wir können ja hinten Schnellreisen machen, aber das wäre doof. Jetzt ohne irgendwelche Waffen mit irgendeinem Auto den hinterher zu fahren. Da gehen wir so drauf. Ich glaube, da wird man nicht mal. Naja. Ihn wird man nicht mal killen. So, na Leute. Hier können wir den Laden hier behalten. Wie geht's, Kumpel? Hier ist eine Nachricht. Hallo, hier spricht. Hat irgendwer den Rest meines Teams gesehen? Nimm das Ding überhaupt auf? Ja, es ist an. Du machst das echt toll, Papa. Ich weiß, dass ich das toll mache. Du bist meinen Lehrer. Hallo, ich brauche Hilfe. Du brauchst mir nicht zu sagen, wie ich mich schlage. Hallo. Ich bin besorgen. Geschäftsbesitzer. Der Verbleib von ein paar Leuten ist voller Vater. Ich liebe meinen und Geld. Ich will Senator für diesen Staat sitzen bleiben und zusehen, wie dieser Staat von diesen gottlosen, waffenlosen. Hat irgendwer den Rest meines Teams gesehen? Wird. Die hören nicht auf, bis die Demokratie tot ist und wir alle nur noch Ketchup-Chips essen. Hallo? Ich brauche Hilfe. Irgendwer da? Seid doch mal ruhig, der quatscht gerade. Verschiedene Geschlechtspronomen und hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Abtreibungen ermöglichen. Hat irgendwer den Rest meines Teams gesehen? Wir können aus diesem Metallschuh eine Lösung bauen.
Ich werde Französischunterricht an den Schulen verbieten. Und ich verlange, dass alle Bewohner Montanas, die in Kanada geboren wurden oder die falschen politischen Ansichten teilen, nach schließlich werden unsere Einwanderungsgesetze verschärfen. Der Verbleib von ein paar Leuten ist noch unklar. Und eine 150 Meter hohe Eismauer an der Grenze errichten, die ich jedes Jahr etwas weiter nach Norden verschieben werde, bis Kanada wieder zu einem Teil der USA wird. Haben wir den Rest meines Teams gesehen? Seid euch sicher, wenn ihr Kanadier seid. Oder dieser schlechte Scheidungsrichter, der meiner Frau ermöglicht hat, mir bei der Trennung ein Vermögen zu stehlen. Hallo? Ich brauche Hilfe. Irgendwer da? Ich bin Herb Drubman Senior. Und ich stehe hinter dieser Nachricht. Ach du Scheiße. Ja, ja, schön für dich. So. Erstmal. Ach, das ist ein Anheuerer. Den könnte ich anheuern. Tja, tut mir leid. Ach nee, ich kann mit ihm auch reden. Wir haben erfahren, dass Grace in der Lamb of God Kirche steckt und mit ihrem Präzisionsgewehr Kultisten ausschaltet. Sie kann gut schießen, aber sie braucht Rückendeckung. Ja, das weiß ich schon. Nie gedacht, dass dieser Gott so was Gutes. So, jetzt erstmal hier. Hallo. Hab gehört, du bist John ganz nahe gekommen. Hast wie ein. Ja, ja, egal. So. Erstmal Beute verkaufen. Hab schon ein bisschen was. Weg damit. 2000. Boah. Und so schnell ist mal reich. So, Waffen. Wir haben zwei. Einmal. Hier, Spezial. Bisher das Ding. Es kostet meiner Meinung nach noch zu viel. Das wäre sinnlos, das Ding zu kaufen. Eine Angelrute. Okay, das... Was zum Teufel? Egal, so. Macht aber auch weniger Schaden. Ist dafür schneller. Nee, will ich gar nicht kaufen. Und die, wie ist die? Die ist haargenau dieselbe, nur dass die nicht gefärbt ist. Okay, was kann ich denn der eigentlich noch ändern? Ein Schalldämpfer. Okay, egal. Erstmal runter zu Pistols wieder. Was brauchst du denn für die hier unten? Warte mal, ja, mal. Ah, ein Revolver! Schon ein Revolver. Ich glaube, das bringt mir echt hier drauf nichts. Das hier vielleicht? Ach, das kann ich mir leisten. So, warte, ich will gar nicht so weit raus. Lass mich da erstmal hier weitermachen. Waffen. Der Rest, so, das sind eigentlich alles dieselben. Nur halt anders benannt. Das sind alles 1911er. Ja, das sind alles 1911er. Die würde ich eigentlich gerne haben, oder so. Was zum Teufel? Sechs sechs drei sieben 3 mal 6 3 7 7 6 6 3 8. Ja, wo 3 mal 6 und 1 mal 7. Auch dasselbe. Auch. Ich glaube, ich bleib bei der Magnum. Auch wenn ich auf den Schalldämpfer machen kann, wäre mir egal. So, warte mal. Dann haben wir noch das Scharfschützengewehr. Ist ja schon das Beste. Ich meine, es ist das hier. Die anderen sind halt nicht ganz so gut. Die sind halt ein bisschen von der Handhabung besser, aber das trifft schon ganz gut. So. Würde ich mal sagen, investieren. Wenn es eh das Beste ist, werde ich es eh behalten. Das Scharfschützengewehr muss drin sein. So. Damit habe ich das Scharfschützengewehr voll. Also Scharfschützen ist raus.
Die Frage ist natürlich, wie mach ich weiter? Ich habe ja noch das Große und ich krieg noch eine dritte Waffe. Ich habe eine stille Weite, ich habe eine... Ja... Ich könnte natürlich eine MP noch nehmen und eine Dings. Hier ist so eine AK oder ein AKM. Hab's eigentlich auch nicht spezielle? Ja, hier. Die sieht doch geil aus. Ist so genau dasselbe. Das sind halt Gewehre. Gewehre braucht man, wenn ich Scharfschützen-Ding habe, eigentlich. Und das ist zwar ein schnelles, aber naja. Auch relativ ungenau. Obwohl, ich könnte als nächste Waffe noch sowas hier mitnehmen. Und wer ist ja nie? Egal. Handwaffen noch. Kann ich eigentlich was verändern? Wow, ich kann ihn färben. Ich will aber eh den hier. Das will ich auf jeden Fall. Als ob du das alles umfärben kannst, ey. Egal. Spezialdinger. Ne, nicht sein Ernst. Warte mal, 78853. Zwei, zehn, acht, zehn. Das ist natürlich jetzt mit den Dingern drauf, aber egal. Sie hat schon zwei. Was ist das denn? Nee, ich glaube, ich bleib bei denen, die ich jetzt habe. So, gehen wir nochmal schnell. Hä? Ich wollte hier nochmal reingehen. Ach du Scheiße. Ja, kauf mal. So. Ja, Alter, guckst dir an. Revolver, das Ding ist natürlich immer dasselbe und das ist natürlich jetzt aufgerüstet bis zum geht nicht mehr. Und natürlich der Baseballschläger. Die Sache ist jetzt nur, wir haben hier noch eine. Ja, ja. Was haben wir hier noch? Krass, ich kann eigene Level erstellen. Wir können aus diesem Metallschrott eine Menge bauen. Was man mit 10 deiner Sorte tun könnte. Jetzt 10 mal auf den Kopf hauen, wenn du weiter so machst. Bin ich froh, dich zu sehen. So, was hast Super, du denn? Dass du das von der Sekte zurückerobert hast. Ja. Mein Trupp wollte die Werkstatt verteidigen, aber es waren zu viele für uns. Wir wurden erwischt und eingesperrt. Sie wollten noch entscheiden, ob sie uns zu John, Jacob oder Faith schicken. Wenn du die Gegend durchkämmen und die anderen befreien könntest, wäre ich dir echt dankbar. Lass mich einen Moment durchatmen. Okay, was heißt denn das? Heißt das jetzt echt? Ach so. Ja. Hm. Man kann nie genug Munition haben. Die Sekte baut du bist absolut geil im Kampf. Danke. Ich schweige. Denn das, was ich gesehen habe, hier ist ein. Hilfe. Und der ist weg. Ignoriere ihn. Hier ist ein Bär drin, ne? Ich krieg den nicht down, Alter. Der den hat erwischt. Ja, dann einen Shotgun gehabt. Naja. Hauptsache, das Vieh ist tot. Gut mitgedacht. Kann ich gleich nochmal Munition holen? Huch. Also, bin ich voll. Schade. Gut, 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 gut. Alles gut. Sind alle tot. Bleib ganz.
Hä? Den tue ich noch rekrutieren. Da tue ich den von euch wegwerfen. Ah, guck mal hier, eine Kiste. Ich glaube, der Besitzer bewahrt den Schlüssel irgendwo hinter dem Tresen auf. Hinter dem Tresen? Definitiv hinter dem Tresen. So eine ganz normale. Nee, die hat einen Sniper. Okay. Das ändert nochmal die ganze Lage, was die Leute angeht. Er kann reparieren und wiederherstellen, dauert weniger lange. Es tut mir leid, Leute. Den behalte ich, dann würde ich gern. Dann gehe ich besser zu meiner Frau. Dich mitnehmen. Zeit ist, Joseph und seine Freunde einpacken. Wo ist der RPG-Typ? Riecht nach Rost. Was Besseres geht, ne? Hab gehört, die Sekte wartet hier all ihre Autos und Lastwagen. Wir auf dem Land wissen, wie man Sachen repariert. So, okay. Damit ist mal ein paar geilere Leute und Verschiedenes. Dann haben wir hier noch Larry Parker. Ja, dass du da bist, ist mir schon bewusst. Das ist mir aber auch gerade doch ein bisschen egal. So, wie kommen wir jetzt hier runter? Gehen wir zu Larry Parker und gucken mal, was da abgeht. Der Konvoi. Ich glaube, der fährt weg. Ich glaube, der fährt hier lang. Gehen wir zu Larry Parker. Haben wir ein Auto? Kann ich hier ein Auto ausparken? Geht das hier? Ja, geht. Perfekt. Holen wir uns ein Auto. Gehört, Jerome hat dich gerettet. Ah, mich hat nichts gerettet. Ich habe mich allein gerettet. Was ihr da hört, ist Bullshit. So. Holen wir hier den Truck raus. Gibt es einen besseren? Den wir vielleicht schon freigeschaltet haben, den ich nicht kaufen müsste? Nee. Ja, holen wir den wieder raus. Was? Bullshit. Wird der halt gespawnt. Was? Ist da alles? Na, lass uns laufen. Ist eigentlich ziemlich nett hier. So, ich weiß eigentlich keine Lust, mich mit dem anzulegen. Die Markierung ist auch schon wieder weg. Na egal. Machen wir nochmal eine. Jetzt haben wir jetzt einen Sniper und RPG-Typen in unserem Team. Ich glaub den Scheiß nicht. Nützlich. Falls man wieder von den Bären angefallen wird. Vor allem von zwei Bären. Den einen hatte ich ja gehört, dass er ein zweiter noch um die Ecke steht, hätte ich nicht gedacht. Ne. So. Ich höre schon wieder Schießereien. Da mischen wir uns jetzt nicht ein. Komm mit, wo bist du? Das ist die Chance. Warum wird jetzt schon, wird jetzt hier das, nee, das Vault End angezeigt. Komm mit. Hier ist ein Labor. Ach du Scheiße, was läuft denn hier ab? Nein, die waren es. Die haben mich gefangen. Die wollen, dass ich hier verdorre und sterbe. Schlafen. Wieder bei
das, ne? Ah, ja, der hat einfach Motoren. Zur Lage auf dem Mars erkundigen. Seitdem Sie uns auf die Mikrowellenanomalie aufmerksam gemacht haben, konnten wir Ressourcen freimachen, um die Lage zu beobachten. Der Mars ist aber stabil und steht nicht kurz vor der Explosion. Falls sich das ändert, verspreche ich mich zu melden. Vielen Dank und schönen Tag noch. Okay. Okay, so, ich guck mal, ob ich schon drin was finde. Wenn hier drin wird es gleich knallen, wenn ich weg bin. Wo ist denn mein Mate? Komm mal rüber. Lebt noch. Stellungswechsel. Wow, für 52. Peggy ist im Visier. Schweig. So, Levels Entdeckung-Eintrag kann man sich merken. Bemerken, man kann sich durchlesen. Und das ausmachen. So. In Bewegung. Haben wir schon mal Levy befreit. Du bist wegen mir hier, stimmt's? Anne schickt dich. Anne hat gesagt, dass bald Hilfe kommt. Es kann kein Zufall sein, dass du hier bist. Ja, eigentlich noch. Vergiss diesen Sekten-Nonsens. Das lenkt dich nur unnötig ab. Auf uns beide warten wichtigere Dinge. Drei Worte. Gefahr im Verzug. Noch zwei Worte. Globale Katastrophe. Mehr kann ich nicht sagen. Die hören alles mit. Die filtern nach Schlüsselbegriffen, damit sie uns erfassen und in Stücke sprengen können. Das darf nicht passieren. Ich werde sie aufhalten und du kannst mir helfen. Aber wir kommen erst weiter, wenn wir ihre Abhörgeräte auf dem Purple-Top-Sendemast zerstört haben. Und wenn wir das nicht schaffen, können wir sie nicht überlisten und ausmanövrieren und Scheiße, was ich meine. Showtime! Ja, das machen wir jetzt halt klein. Mir ist erstmal aufgefallen. Ja, wir Folge geht schon ziemlich lange. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss. Warst du schon Fliegenfischen?